Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Jesus, hättest du doch eingegriffen, wärst du doch da gewesen. Warum tust du nichts? Wo bist du denn? Und wie begegnest du ihm, wenn du ein Problem hast? Auch mit Vorwürfen. Jesus ist Herr über allem und die Bibel sagt uns, dass er eine Lösung für jedes Problem hat. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Hindernisse. Das wird in der Bibel oft mit Steinen verglichen. Wir werden das nachher noch hören. Und Hindernisse in unserem Leben hält uns ab von den Segnungen Gottes. Und wir müssen einfach wissen, was wir versäumen, wenn wir Hindernisse in unserem Leben haben, die Gottes Segen abhalten. Hindernisse, die sehen ganz verschieden aus. Es gibt auch verschiedene Steine, ja, große, kleine Felsbrocken, ganz kleine, aber es sind Steine und es sind Hindernisse und die müssen wir aus dem Weg räumen. So ein Hindernis zum Beispiel kann sein Unglaube oder Zweifel oder auch Verletzungen. Ja, wenn wir Verletzungen haben, müssen wir überwinden. Und wir schauen dann immer nur auf denjenigen, der uns verletzt hat, anstatt dass wir sie ans Kreuz bringen zu Jesus. Und das sind diese Hindernisse, die wir einfach aus dem Weg räumen müssen, um Gottes Segnungen ja, zu empfangen oder zu begegnen. Und er hat so vieles für uns bereit und oftmals steht uns da irgendetwas einfach im Wege, um das zu empfangen, was Gott für uns hat. Und wir wollen doch alle das empfangen, was Gott für uns bereit hat, für uns ganz persönlich, ja, was er für dein Leben hat, was er für dich bereitgestellt hat. Und da wollen wir heute ein bisschen hören, was es damit auf sich hat, mit diesen Hindernissen. Die Steine auf unserem Weg, unserem Lebensweg, das symbolisiert diese Hindernisse. Und da müssen sie auch aus dem Weg geräumt werden. Wir müssen den Weg freimachen für das Wirken Gottes in unserem Leben. In Jesaja 40, Vers 3 bis 5 kommt das zum Ausdruck. Da steht, horch, es ruft einer, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn. Was gibt's denn in einer Wüste wegzuräumen? Wir waren jetzt gerade in der Wüste bei unserem Abrahamscamp in Israel und da sieht man nur Sand und Steine. Aber hier steht, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn. Und da gibt es nur eines, die Steine wegzuräumen. Es gibt sonst nichts. Wie kann man da den Weg bahnen? Ja, das heißt aufräumen. Aufräumen in unserer Lebenswüste. Alle Hindernisse müssen weg, auch die kleinen. So Notlügen oder wenn man jemand hintergeht oder wenn man unehrlich ist in seinem Tun. Das sind so kleine Steine, wo wir denken, ach, das kommt doch gar nicht drauf an, das mache ich mit dem Fuß so weg, diesen kleinen Stein da, ja. So, das merkt doch keiner. Vers 4. Ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Und eine Steppe, da ist so Buschwerk, ja, auch nicht viel da. Aber ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Höckerige soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet.
Und hier ist die Rede von größeren Hindernissen: Berge, Hügel und Täler. Deine Sorgenberge und Hügel, die sich auftürmen und dich erdrücken wollen. Die Täler, in denen wir sitzen, durch negative Gedanken. Wenn uns das immer so im Kreis herumgeht, diese negativen Erlebnisse oder Verletzungen oder was auch immer. Situationen, die wir uns ausmalen, wo noch gar nicht sind. Ja, da sind wir oft Meister darin. Wir denken dann, was wäre wenn? Was könnte sein? Oder jetzt hat der das und das gesagt und was könnte dann folgen? Und wir sind Meister darin, im Ausmalen von Situationen, die noch gar nicht sind. Beseitige diese Hindernisse, indem du auf Jesus schaust und auf das, was er zu tun vermag. Die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren, auch in deinem Leben, aber erst, wenn wir alle Hindernisse beseitigt haben. Das ist wie bei einem Bach. Wenn wir uns so einen kleinen Bach vorstellen, wo das Wasser so sprudelt, wenn man da einen großen Stein hineinwirft, was passiert dann? Es kommt nichts mehr an. Und so ist es auch in unserem Leben. Wenn wir diese Steine zwischen den Segnungen Gottes und uns haben, kommt nichts mehr an. Wenn Gott sich offenbart, wird es jeder sehen. So steht es hier in diesem Bibelvers. Und Gott hat dies hier persönlich gesagt. Der Mund des Herrn hat geredet und das ist stark. Denn Gott, wenn Gott spricht, dann geschieht es. Wenn es heißt, der Mund des Herrn hat geredet, dann wird es so sein. Und was hat der Mund des Herrn geredet? Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Und diese Herrlichkeit wird auch in deinem Leben offenbar. Es ist Gott ein Anliegen, dass wir die Hindernisse aus dem Weg räumen, damit er Platz hat, zu kommen und zu wirken. Und Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, wo dies zum Ausdruck kommt. Daniel hat es schon angeschnitten. Und wir lesen das in Johannes Kapitel 11. Und das ist die Geschichte von der Auferstehung des Lazarus. Lazarus war krank. Und seine Schwestern Maria und Martha ließen Jesus ausrichten, dass er krank war. Jesus liebte diese drei Geschwister, denn immer wenn er in der Gegend war, wohnte er bei ihnen. Er ging dort ein und aus, er war sozusagen bei ihnen zu Hause. Er war ihr Freund. Und als Jesus die Nachricht bekam, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er gerade war. Ist doch seltsam, ja, dass er nicht gleich gegangen ist und gleich aufgesprungen, ich muss jetzt dem Lazarus helfen. Nein, er blieb noch 2 Tage an dem Ort, wo er gerade war. Er hatte es überhaupt nicht eilig. Und als sich Jesus dann endlich auf den Weg machte und kam, war Lazarus schon 4 Tage tot. Johannes 11, 32 bis 44. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm: Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, wurde er im Geist erzürnt und wurde erschüttert und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu ihm: Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da kommt also Jesus zu der Trauerfeier seines Freundes und regt sich auf, beziehungsweise wurde zornig. Statt die Menschen zu trösten oder mit ihnen zu trauern. Und ich habe mich oft gefragt, warum wird Jesus zornig?
und erschüttert, wie es hier heißt. Jesus war ein Freund von Maria, Martha und Lazarus. Oft war er bei ihnen zu Gast. Ja, er war dort zu Hause. Er hat dort gewohnt. Und nun ist Lazarus gestorben. Und große Trauer und Erschütterung bei Maria und Martha und allen, die da sind. Martha lief Jesus schon entgegen und sagte zu ihm: Wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Mit anderen Worten: Jesus, wo warst du? Wo warst du denn? Jetzt, wo wir dich ganz besonders brauchen, jetzt bist du nicht da. Und dann kommt auch Maria und sagt zu ihm: Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Jeder rennt herum und weint, und Jesus wird zornig und erzürnt. Zornig und erschüttert. Ist es nicht oftmals auch in unserem Leben so? Jesus, hättest du doch eingegriffen, wärst du doch da gewesen. In meiner Familie läuft alles schief. Hättest du denjenigen geheilt, was wäre das für ein Zeugnis gewesen? Warum tust du nichts? Wo bist du denn? Weißt du nicht, dass es mir schlecht geht? Alles ist so traurig. Warum nur passiert das alles? Und das ist genau der Grund, warum Jesus zornig und erschüttert war. Von Maria und Martha kamen nur Vorwürfe. Er war ihr Freund und sie kannten ihn so gut. Und das Einzige, was sie wussten, waren Vorwürfe. Wo blieb ihr Vertrauen? Wie lange kennst du Jesus schon? Hat er dir nicht schon oft geholfen? Und wie begegnest du ihm, wenn du ein Problem hast? Auch mit Vorwürfen. Jesus ist Herr über allem, und die Bibel sagt uns, dass er eine Lösung für jedes Problem hat. Und er hat auch für deine Probleme eine Lösung. Aber wie begegnest du ihm? Mit Vorwürfen. Das ist ein riesiger Stein, ein riesiges Hindernis, wo du nichts empfangen kannst von ihm, wenn du ihm mit Vorwürfen begegnest. Er ist unser Helfer, unser Tröster, unser Heiler, unser Befreier, unser Versorger, unser Ratgeber, unser Friedensstifter. Aber das alles kannst du nicht empfangen, wenn der Stein der Vorwürfe blockiert. Wenn das Hindernis der Vorwürfe deinen Empfang dieser Segnungen blockiert. Vers 36. Jesus weinte. Da sprachen die Juden: Siehe, wie lieb hat er ihn gehabt. Einige aber von ihnen sagten: Konnte dieser, der die Augen des Blinden auftat, nicht machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus, nun wieder in seinem Inneren erzürnt, kommt zur Gruft. Wieder ein Vorwurf, und diesmal von den Juden. Der kann doch Kranke heilen. Warum hat er nicht verhindert, dass der Lazarus stirbt? Und Jesus war wieder in seinem Inneren erzürnt, heißt es da. Und hier sehen wir, dass es Jesus nicht kalt lässt, wenn wir mit Vorwürfen zu ihm kommen. Und wir sind oft so schnell dabei, uns zu beschweren, wenn es nicht so geht, wie wir denken. Wenn wir nicht verstehen, was gerade passiert in unserem Leben. Jesus kann doch alles. Warum erlebe ich eine solche Situation? Warum lässt er es zu in meinem Leben?
Vielleicht sollen wir gerade etwas lernen aus der Situation und wir beschweren uns nur oder ärgern uns nur. In der Bibel heißt es, komm mit Dank vor sein Angesicht, und zwar in jeder Situation. Mit Dank, dass er dir hilft. Mit Dank, dass er eine Lösung hat für dein Problem. Mit Dank, dass er dich nicht im Stich lässt. Mit Dank, dass er Gutes für dich hat und dass er jede Situation zum Besten wendet für dich. Vers 39. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Die Schwester des verstorbenen Martha spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Sie nahmen nun den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Vor dem Grab war ein Stein. Jesus wollte den Lazarus auferwecken aus dem Grab, doch der Stein war im Weg. Und Jesus sagt, nimm den Stein weg. Vor der Sichtbarwerdung der Herrlichkeit Gottes war ein Hindernis. Vor dem Wunder Gottes war der Stein. Und bevor Jesus etwas tun konnte, musste dieser Stein weg. Und so ist es auch in unserem Leben. Die Steine symbolisieren die Hindernisse. Und bevor Jesus etwas tun kann in deinem Leben, muss dieses Hindernis weg, damit der Fluss, wie bei dem Beispiel mit dem Bach, wieder durchgängig ist, dass du empfangen kannst aus dem Heiligtum, dass du empfangen kannst das, was Gott für dich hat. Und es war das Hindernis, dass das Wunder geschehen konnte dort. Nimm das Hindernis weg, das Jesus blockiert, dir zu helfen. Nimm das Hindernis weg, dass Gott im Weg steht. Nimm das Hindernis weg, dass Gottes Wunder geschehen kann in deinem Leben. Ein Hindernis in deinem Leben kann Mangel an Vertrauen sein. Vielleicht Unglaube oder Zweifel. Vielleicht denkst du, naja, vielleicht hilft mir Gott, vielleicht auch nicht. Meinem Nachbar hat er geholfen, aber mir hilft er nicht. Das sind so Zweifelsgedanken, Unglaube. Oder es kann Sünde sein in deinem Leben, die noch wirksam ist. Sünde ist Trennung von Gott. Das ist ein Riesenstein, der das Empfangen blockiert. Gott kann nichts in deinem Leben tun, wenn Sünde da ist. Wie sollte der Lazarus da herauskommen, wenn der Stein den Ausgang versperrt? Also, der Stein muss weg. Und wie willst du Gottes Hilfe erfahren, wenn ein Hindernis den Empfang deiner Lösung versperrt? Das Hindernis muss weg. Lass es nicht zu, dass du von den Segnungen Gottes abgetrennt bist. Bedenke, das, was du entscheidest, so wird dein Leben verlaufen. Und von dieser Entscheidung lebst du morgen. Es geht um dein Leben. Willst du so weitermachen oder willst du Veränderung? Nachdem Jesus sie aufforderte, den Stein wegzunehmen, erwiderte Martha, Herr, er riecht doch schon, denn er ist 4 Tage hier. Jesus, das kannst du doch nicht machen, der stinkt doch. Sie meinte, Jesus, tu das nicht. Sind wir oft nicht auch so? Herr, das kannst du doch nicht machen. Wie soll denn das gehen? So wollte ich das nicht. Oder Herr, was denkst du dir dabei?
Wir suchen Ausreden, warum es nicht geht. Ausreden, warum wir den Stein nicht wegtun können. Und manchmal geht es an unsere Bequemlichkeit oder an unsere Gewohnheiten, die uns lieb geworden sind, die aber Jesus vielleicht nicht gefallen. Vielleicht denkst du, der Stein ist zu schwer für dich oder gar nicht so leicht, ihn von seinem Platz wegzuschieben oder wegzustoßen. Hast du auch so eine Ausrede parat? Dann wird sich dein Leben auch nicht verändern. Gerade wenn dir dein normales Leben stinkt, so wie Lazarus nach 4 Tagen, dann mach Platz, dass das Wunder auch in deinem Leben Realität wird und dass dein Leben ein Wohlgeruch ist für deine Umgebung. Nimm den Stein weg. Entschließe dich jetzt dazu und bitte Gott, dir zu helfen, wenn du denkst, er ist zu schwer. Bitte Gott, dir zu helfen, das Hindernis aus dem Weg zu räumen und bleibe dran, bis es weg ist. Vers 43. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt, und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen: Macht ihn frei und lasst ihn gehen. Eine Demonstration der Macht und Größe Gottes. Seine Herrlichkeit in Aktion. Gottes Autorität und Herrschaft ist so gewaltig, dass ihm nicht einmal der Tod widerstehen kann. Keine Chance für irgendeine andere Macht, darüber zu stehen. Und jetzt, da alle Hindernisse weg sind, kommt der Lazarus heraus. Jesus spricht und es ist da. Jesus spricht und deine Lösung ist da. Deine Situation wird sich verändern. Sogar das Tote in deinem Leben wird wieder auferstehen. Deine Hoffnung, deine Träume, deine Visionen, unerfüllte Erwartungen, wo man nicht mit fertig wird. Du hast gehofft und gehofft und nie ging es in Erfüllung. Alles tot, trocken, dürr. Jesus steht auch vor dir und sagt: Komm heraus aus deinem Loch, oder wie bei Lazarus aus deiner Grabhöhle. Egal wie dieses Loch aussieht, lass es hinter dir. Er ruft dich aus deiner Dürre. Er ruft dich aufzuwachen und er ruft dich herauszukommen ans Licht. Lass das alles hinter dir. Diese Entmutigung. Höre seine Stimme mitten in deiner Trübsal, mitten in deiner Entmutigung. Höre seine Stimme, wenn du nicht mehr weiter weißt. Er ruft dich mit deinem Namen, so wie Lazarus. Er ruft dich, dich persönlich, egal wie du heißt. Komm heraus ans Licht. Bleibe nicht in deinem dunklen Loch sitzen, sondern mach dich auf und komm ins Licht. Gott lässt dich nicht im Stich. Im Licht heilt deine Seele, deine Verwundungen, dein Schmerz. Im Licht haben sie die Grabtücher weggetan, die den Lazarus gebunden hatten. An Füßen und Händen war er mit Grabtüchern umwickelt, das heißt, er war total lahmgelegt. Er war so gebunden, dass er sich nicht selbst befreien konnte. Doch Jesus befreite ihn. Und egal wie es in deinem Leben aussieht, Jesus befreit dich aus jeder Situation. Er befreit dich von allem, was dich lahmgelegt hat, von all deinen Lastern. Und Satan will dich immer in der Dunkelheit halten.
in so einer Grabhöhle drin, in dem Loch drin. Da ist Gebundenheit, Verwirrung und Aussichtslosigkeit. Er will dir einreden, dass der Ausgang versperrt ist. Glaube nicht den Lügen des Feindes und schieb den Stein weg. Schieb das Hindernis weg. Der Feind hat keine Macht, er kann nur blöffen. Jesus ist da mit seiner ganzen Autorität. Wende dich ihm zu, er ruft dich. Mach Bahn dem Herrn, mach den Weg frei. Beseitige die Hindernisse, räume auf und mach Platz für Gottes Herrlichkeit in deinem Leben. Amen. Hol dir unser Magazin nach Hause, natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.